Ja, hallo, mein Name ist Patrick. Der Marc hat mich darum gebeten, mal eins meiner Decks vorzustellen und deswegen stelle ich euch heute Eldrazi Stompy vor. Ich fange auch ganz einfach an mit den Kreaturen. Wir haben vier Eldrazi Mimic, 2 Mana, 2/1. Immer wenn eine andere farblose Kreatur ins Spiel kommt, bekommt er bis zum Ende des Zuges Widerstand und Stärke der anderen Kreatur. Dann haben wir 4 Endless One. Der kostet X Mana, ist dementsprechend stark, je nachdem wie viel Mana man hineinzahlt. Dann den Metal Reshaper, 3 Mana, 3/2. Wenn er stirbt, decke ich die oberste Karte meiner Bibliothek auf und wenn das eine farblose Karte ist mit 3 oder weniger Mana-Kosten, darf ich die ins Spiel bringen. Dann 4 Swordnotzieher, 4 Mana, 4/4. Wenn er ins Spiel kommt, gucken wir vom Gegner die Hand an und darf davon eine Nicht-Landkarte ins Exil schicken. Wenn er das Spielfeld verlässt, darf der Gegner eine Karte ziehen. Dann haben wir noch 4 Reality Smasher, 5 Mana, 5/5, Trample Haste und immer wenn er das Ziel von einem Spell wird, wie dieser Spell gecountert ist, denn der Gegner wirft eine Handkarte ab. Dann 2 Endbringer. 6 Mana, 5/5. Der enttappt während jedes Untap-Segments. Für einen normalen Tap kann er einen Schaden schießen an eine Kreatur oder einen Spieler. Für ein farbloses Untap darf eine Kreatur weder angreifen noch blocken. Und für 2 Mana Untap darf ich eine Karte ziehen. Dann eine Walking Ballista. Kostet Doppel X. Je nachdem, wie viel man bezahlt, dementsprechend stark ist sie. Für 4 Mana kann ich eine weitere +1/+1 Marke hin drauflegen und ich kann eine 1/1 Marke runternehmen und einen Schaden schießen an eine Kreatur oder einen Spieler. Dann die einzige farbliche Kreatur im Deck. 3 Affen, einfach als Fast Mana und notfalls mal gegen einen Blood Moon. Ja, dann noch so ein paar Kleinigkeiten zu den Kreaturen. Also bei den Metal Reshaper ist natürlich ein May-Trigger. Ich muss die Karte nicht reinlegen. Ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel umlaufen, einen Endless One oder eine Walking Ballista sehe. Wenn ich die reinlegen würde, wäre doof, die wäre direkt tot. Der optimale Beginn für das Deck wäre natürlich irgendwie so Turn 1, 3 Mimic, Turn 2, 1 Smasher, Beat für 20. Das waren die Kreaturen. Und dann kommen wir zu den Nicht-Kreaturen-Sprüchen. Da haben wir einmal 4 Shadows of the Void. Kostet auch 2x. Je nachdem, wie viele Marken drauf liegen können, werden alle Sprüche gecountert, die gleich der Marken drauf sind, an Converted Mana Kosten haben. Eine Umezar basierte ist einfach super gegen andere Kreaturen-Decks, unheimlich vielseitig einsetzbar. Immer wenn ich damit Schaden mache, bekomme ich 2 Marken. Ich kann eine Marke entfernen, der Kreatur -1/-1 geben, meine eigenen Kreatur +2/+2 oder einfach mit 2 Leben machen. Dann ein All is Dust. Jeder Spieler opfert alle farbigen Permanente, die er kontrolliert. Man selber hat ja meistens eigentlich gar keine. Das heißt, der Gegner verliert alles, man selber behält alles. Und denkt dran, Länder sind farblos. Und dann habe ich noch 2 Dismember, einfach als Removal, um lästige Blocker wegzubekommen. Dismember gibt halt einer Kreatur -5/-5. Damit kriegt man eigentlich so ziemlich alles weg. Das waren die Nicht-Kreaturensprüche des Decks. Dann zu den Ländern. Da habe ich 4 Eldrazi-Tempel. Die machen erstmal nur ein farbloses Mana oder 2 farblose Mana, wenn ich ein Eldrazi-Spell oder eine Eldrazi-Fähigkeit aktivieren möchte. Dann 3 Eye of Ugin. Die sagen erstmal, dass jeder Eldrazi-Spell, den ich caste, 2 weniger kostet. Und für 7 Mana und Tap kann ich in meinem Deck nach einer farblosen Kreatur durchsuchen, sie oft vorzeigen und auf meine Hand nehmen. Damit kann ich mir also nicht nur meine Eldrazis raussuchen, sondern zum Beispiel auch die Ballista. Dann 4 Cavern of Souls. Legacy wird immer für blau gespielt. Und damit der Force und Days auf der Hand verschimmelt, spielt man 4 Cavern, sagt damit natürlich Eldrazi an, um seine Kreatur und Counterball zu machen. Dann noch klassische Soullands, 4 Ancient Tomb, 2 farblose Mana für 2 Schaden. 2 City of Traitors machen auch 2 farblose Mana. Und wenn ein anderes Land ins Spiel kommt, muss ich sie opfern. Dann wäre es, wenn es nicht Legacy wäre. Würde man sie wahrscheinlich nicht spielen. Wastelands natürlich. 2 Mishra's Factory, immer gut gegen Control Decks. Man kann sie zur Kreatur machen, können sich gegenseitig pumpen. 2 Blast Zone, auf die kann ich für 2 X Marken legen und dann kann ich sie für 3 und Tap opfern und alles zerstören, was dementsprechend Mana-Kosten gleich der Marken auf dem Land hat. Und kommt mit einer Marke ins Spiel. Dann ein Caracas, einfach auch um lästige Blocker wegzuräumen, die es überall gibt. Sei es ein Griselbrand, sei es ein Emrakul oder auch mal nur eine Talia. Und ein Urbog, einfach damit ich das Eye of Ugin auch für Mana tappen kann und nicht immer für das Dismember 4 Leben bezahlen muss. So, nun das waren die Länder, komme ich nun zum Sideboard. Da habe ich 4 Leyland of the Void. Ich denke, ist eigentlich den meisten Spielern bekannt. Ist sie auf meiner Starthand, darf ich sie umsonst spielen. Und exalt den Graveyard vom Gegner. Gut gegen Reanimator, Dorm, Bogark und Dredge, was da nicht alles rumläuft. Dann 4 Thorn of Amethyst. Um einfach neben der Shadows noch mehr Hate dagegen reinzubringen. Sagt, jeder Non-Creature-Spell kostet 1 mehr. Und dann Brainstorm für 2 Mana ist halt schon nicht mehr so gut. Dann eine Ratchet Bomb, 2 Mana. Für einen Tap kann ich eine Marke drauflegen. Für einen Tap, und wenn ich sie opfer, zerstöre ich jedes Nicht-Land permanent mit Converted Mana-Kosten gleich der Marken da drauf. Das ist ähnlich wie das Land, was ich Mainboard spiele, einfach nur als zusätzliches Massen-Removal. Und damit bekomme ich auch Dinge mit weg, die null kosten, da das Land ja schon mit einer Marke ins Spiel kommt. Dann spiele ich noch 2 Sorcerer's Spyglass. Wenn das ins Spiel kommt, gucke ich mir vom Gegner in die Hand an. Danach darf ich eine Karte
Karte bestimmen und aktivierte Fähigkeiten dieser Karte können nicht mehr aktiviert werden, es sei denn, es sind Mana-Fähigkeiten. Gut gegen jede Art von Planeswalker, gegen Wastelands und gegen Dark Draft. Die Matchups, die sonst nicht so gut sind, logischerweise, ne? Sonst wäre es nicht im Sideboard. Dann zwei Warping Whale. Vielseitig einfach, kann eine Sorcery countern, kann eine Kreatur mit Power oder Toughness 1 exilen oder ein 1-1er Colorless Eldrazi-Token machen, der mir Mana macht. Das habe ich aber ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie benutzt. Aber einfach mal ein Counter damit, einen Spell oder exiled lästige 1-1er, sei es eine Mutti, für uns nicht so relevant ist, oder der neue Giver of Runes. Und countert Sprüche wie Terminus, Show and Tell. Dann eine zusätzliche Hirte, habe ich von dem Mainboard schon erklärt, was die alles kann. Einfach gegen kreaturenlastige Matchups. Und ein Spine of Ishar. Schöne Grüße an Schröder an der Stelle, der hat mir den empfohlen. Gegen, eigentlich nur gegen das Show and Tell Matchup, um einen Omniscience loszuwerden, weil ich da sonst keine andere Möglichkeit habe. Weil wenn er reinkommt, zerstört er ein beliebiges Permanent. Ja, warum spiele ich das Deck? Es ist erstens mal nicht allzu teuer, was im Legacy ja auch immer ein Faktor ist. Es ist ein sehr aggressives Deck, es kann theoretisch Turn 2 gewinnen. Ich mag es einfach auch, einen Gegner umzuhauen, wenn er behauptet, das Deck wäre immer unheimlich stumpf, dann soll das auch stumpf auf die Fresse bekommen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr natürlich gerne den Blackie fragen oder schreibt in die Kommentare, vielleicht antworte ich auch selber drauf. Tschüss!